einen nächsten Abschnitt lesen in unserer Bekenntnisgrundlage. Und wir befinden uns im Kapitel 25, im zweiten Abschnitt. Das ist auf Seite 68 in unserem Bekenntnisgrundlage. Das Kapitel lautet die Ehe. Und tatsächlich war es zu der Zeit, wo das Bekenntnis verfasst wurde, unter den Baptisten eine große Frage: Gehört die Ehe zu den geistlichen Themen oder gehört es eigentlich eher zu den bürgerlichen Themen? Ihr wisst sicherlich, die römische Kirche hat aus der Ehe ein Sakrament gemacht. Das heißt, durch die Ehe kann man sozusagen an Gnade zunehmen. Es ist ein Mittel, ein Kanal, wodurch Gnade einem zufließen kann. Und deswegen gibt es in der katholischen Kirche auch so einige zusätzliche Lehren darüber, was Ehe ist, wozu Ehe gegeben ist. Und das bekam dann nochmal ein neues Gewicht, als Heinrich der Achte mit der römischen Kirche gebrochen hat und plötzlich kam das Thema mit Scheidung und so weiter alles auf. Und die Baptisten, die waren in dieser Frage so: wie behandeln wir das jetzt? Ist das wirklich ein Thema, was rein geistig zu sehen ist, oder ist es eher ein bürgerliches Thema? Und es ist interessant, was sie daraus gemacht haben. Und zwar haben sie so einige Schwerpunkte etwas verschoben, um damit aufzuzeigen, so sehen wir hier die biblische Sicht auf die Ehe. Wir lesen hier in Kapitel 25 im zweiten Absatz: Die Ehe ist zur gegenseitigen Hilfe von Mann und Frau bestimmt, zur Vermehrung der Menschheit durch legitime Nachkommen und zur Vermeidung von Unreinheit. Nun, klingt erstmal einfach als recht schlichte Beschreibung dessen, wozu Gott die Ehe gegeben hat. Und das soll es auch sein. Nur gibt es hier eine Besonderheit. Und zwar haben die Baptisten als allererstes etwas aufgenommen, was die römische Kirche eigentlich gar nicht zu dem Zweck der Ehe mit drin hatte. Nämlich zur gegenseitigen Hilfe von Mann und Frau bestimmt. Also die Liebe zwischen Mann und Frau, die Gemeinschaft und die gegenseitige Stärkung, Ermutigung, Auferbauung, Hilfe im Leben. Und die Baptisten haben hier beschrieben, nun das ist die erste Bestimmung der Ehe. Während es bei den Katholiken in der römischen Kirche vor allem um die Vermehrung der Menschheit geht und um die Vermeidung von Unzucht, ist in unserem Bekenntnis das als allererstes genommen worden, was sehr schön ist. Hier hat Romantik einen Raum, wenn man so will. Tatsächlich, dass die Ehe als etwas Kostbares gesehen wird, nicht bloß als eine Art Zweckgemeinschaft, sondern dass da, wo auch seelisch eine Einheit gefunden werden soll. Und dann zur Vermehrung der Menschheit durch legitime Nachkommen. Auch hier finden wir einen kleinen Hinweis, und zwar mit diesem Wort legitime. Denn normalerweise wurden legitime Nachkommen in der damaligen Zeit so definiert durch die Kindstaufe. Sobald ein Kind getauft wurde, war es sozusagen ein legitimer Nachkomme. Und die Baptisten haben gesagt, nee, allein wenn es schon wenn es durch in einer Ehe geschieht, also keine Unzucht ist, keine außerordentliche Sexualität, dann sollen die Kinder als legitime Nachkommen gesehen werden. Das heißt, sie haben das Recht, etwas zu erben und so weiter und so fort. Und hier sagen, ja, Gott hat diese Ordnung gegeben und die Kinder, die in dieser Ehe, aus dieser Ehe entstehen, sie sollen als legitime Nachkommen gesehen werden. Und dann eben auch zur Vermeidung von Unreinheit. Das heißt, hier soll es eine Hilfe gegen die Sünde der Unzucht sein. Und dazu gehört natürlich auch der Gegenpart. Die Ehe von Mann und Frau ist der Ort, wo eben auch Sexualität und dergleichen ausgelebt werden darf. Und in dem Sinne der einzige Ort für diese Bereiche des menschlichen Lebens, die auch der Herr gegeben hat.